Machen Sie das andere Bild auf groß. Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich darf Sie hier in dem Berliner Büro der Kulturstiftung der Deutschen Vertriebenen alle herzlich willkommen heißen zur interdisziplinären Online-Fachtagung mit Diskussion zum Thema der Lastenausgleich im Spiegel der deutschen Wirtschafts- und Sozialpolitik, neue Perspektiven und Ansätze für die Forschung. Es war ursprünglich geplant, unsere Fachtagung an dem Ort auszutragen, den Sie auch hier im Hintergrund sehen, der wie kein zweiter hierfür in Deutschland geeignet scheint, nämlich direkt im Lastenausgleichsarchiv in Bayreuth, in dem Aktenlagern, die für die wissenschaftliche Forschung zu Recht als Schätze bezeichnet werden können. Mein besonderer Dank und Gruß gilt an dieser Stelle dem Leiter des Lastenausgleichsarchivs, Herrn Carsten Kühnel, der in die Planung mit einbezogen war, und den Präsidenten des Bundesarchivs, Professor Dr. Hollmann, der morgen ein Grußwort sprechen wird. Der andauernden Corona-Situation geschuldet, muss nun unsere Fachtagung leider rein virtuell ausgetragen werden, doch sie wird live auf dem YouTube-Kanal der Kulturstiftung gestreamt, wo auch Fragemöglichkeiten gegeben sind. Mein Name ist Thomas Kohnhäuser. Ich bin seit 2020 Geschäftsführer der Kulturstiftung der Deutschen Vertriebenen und gemeinsam mit unserer wissenschaftlichen Referentin für Geschichte, Zeitgeschichte, Literaturgeschichte und Staats- und Völkerrecht, Frau Dr. Kathleen Beger, werde ich die heutige und morgige Veranstaltung moderieren. Dank auch an dieser Stelle Herrn Thomas Randisek, der im Hintergrund die Technik der Veranstaltung steuert. Die Folgen des Zweiten Weltkriegs stellten die junge Bundesrepublik vor gewaltige sozialpolitische Herausforderungen. Millionen von ausgebombten Flüchtlingen, Vertriebenen, Kriegsopfern und versehrten Witwen und Waisen mussten versorgt werden. Das Gesetz über den Lastenausgleich vom 14. August 1952 sollte die Not der Menschen lindern, vor allem die der Heimatvertriebenen. Es sah Entschädigungen und Eingliederungshilfen für sie vor, während es Vermögensbesitzer zu Abgaben verpflichtete. Das Lastenausgleichsgesetz leistete einen wichtigen Beitrag zur Integration der Flüchtlinge und Vertriebenen und gilt bis heute als eine der größten Umverteilungsmaßnahmen in der Bundesrepublik. Morgen werden wir neue Perspektiven und Forschungsansätze für die Forschung genannter Schätze diskutieren. Heute wollen wir Forschungsergebnisse zur Integration von Flüchtlingen, Vertriebenen sowie Spätaussiedlern vorstellen und dabei unter besonderer Berücksichtigung des Lastenausgleichs diskutieren, wie sich die deutsche Wirtschafts- und Sozialpolitik seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs entwickelt hat. Und in einer Diskussionsrunde der Frage nachgehen, Sozialpolitik heute ein Erbe des Lastenausgleichs. Die hochrangigen Referenten, Professor Dr. Sebastian Till Braun, Professor Dr. Manfred Kittel, Professor Dr. Michael Schwarz und Professor Dr. Yannis Panagiotidis, denen ich für ihre Teilnahme herzlich danken möchte, werden im Einzelnen vor ihren Vorträgen noch genauer vorgestellt werden. Ganz besonders danke ich natürlich der Beauftragten der Bayerischen Staatsregierung für Aussiedler und Vertriebene, Frau Landtagsabgeordnete Silvia Stiersdorfer und der Bundestagsabgeordneten des Ortes, an dem sich dieses Gebäude befindet, nämlich aus Bayreuth, Frau Bundestagsabgeordnete Silke Launert, die ein Grußwort halten werden. Und auch an dieser Stelle einen zweiten Vertreter aus Bayreuth, nämlich den ehemaligen Generalsekretär des Bundes der Vertriebenen
und Beauftragten der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten AD und Vorgänger im Amt als Abgeordneter des Wahlkreises Bayreuth, Herrn Hartmut Koschig. Doch zunächst darf ich jetzt den Vorstandsvorsitzenden der Kulturstiftung, Herrn Reinfried Vogler, um sein Grußwort bitten. An dieser Stelle auch ganz herzliche Grüße von der stellvertretenden Vorsitzenden der Kulturstiftung, Frau Czaja. Herr Vogler, Sie haben das Wort. So, Herr Vogler, man hört Sie leider nicht. Sie müssen Ihren Mikrofon einschalten wieder. Unten links. So, Herr Vogler, wir können Sie noch nicht hören. Immer noch nicht? Jetzt können wir Sie hören, dann darf Alles klar. ich jetzt um Ihr Grußwort bitten. Meine sehr verehrten Damen, meine Herren, ich begrüße Sie als, wie ich mich angekündigt hat, Herr Kronos, als Vorsitzender dieser Kulturstiftung sehr herzlich. Bedauere ein wenig, dass wir diese Tagung nicht live stattfinden können. Aber bis zum letzten Moment haben wir gehofft, aber es war eben doch noch nicht früh genug oder spät genug, wie Sie das haben wollen. Ich begrüße Sie sehr herzlich und freue mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier teilzunehmen, sowohl als Referenten als auch als Gäste, die von außen zuhören. Ich begrüße Sie hier ganz pauschal mit der Nachsicht, dass ich nicht jeden Einzelnen von Ihnen begrüße, aber die Zeit ist doch ein wenig knapp und deswegen beziehe ich mich auf das, was Herr Kornhäuser schon zu den einzelnen Mitgliedern und Gästen hier gesagt hat. Lastenausgleich, ein großes Thema. Und wenn Sie heute auf der Straße eine Umfrage machen würden und Sie würden irgendwelche Leute mittleren oder jugendlicheren Alters befragen, was ist der Lastenausgleich, dann würden wir wahrscheinlich in einem hohen Prozentsatz nur ein fragendes Gesicht finden und keinen sachlichen Hintergrund. Obwohl dieser Lastenausgleich auch heute, meine ich, präsent sein sollte, auch im Hinblick darauf, dass ja immer wieder Situationen eintreten, die vergleichbar sind mit dem, was 1945 passiert ist. Man kann diesen Lastenausgleich mit all seinen Facetten, meine ich, nur verstehen, wenn man sich wirklich intensiv mit der Situation befasst, wie sie 1945 und in den folgenden Jahren in Deutschland gewesen sind. Das Gesetz ist 1952 verabschiedet, also immerhin 4 Jahre nach der Währungsreform, 4 Jahre nachdem die deutsche Wirtschaft nach dem Krieg wieder Fuß gefasst hat. Aber wenn Sie sich die Bilder heute vor Augen führen könnten, die damals in Deutschland im Großen und Ganzen geherrscht haben, dann sind das Verhältnisse, wie man sie heute aus Syrien, aus Palästina oder sonst wo kennt, Flächenzerstörungen eines Ausmaßes, wie man sie sich nicht vorstellen kann, auf den Straßen Menschen, die ins Ungewisse gestoßen worden sind, und zwar millionenhaft, und die vor dem absoluten Ausstanden. Wenn ich mich selber zurückerinnere, muss ich sagen, man hat noch nicht mal die primitivsten Dinge, die man zum täglichen Leben gebraucht hat, gehabt, weil man buchstäblich nur das hatte, was man am Leibe trug oder eben 20, 30 Kilogramm, die zugelassen waren. Aber ich will ja nicht auf diese Dinge eingehen, ich möchte nur immer wieder vor Augen führen, dass das, was der Hintergrund gewesen ist. Und auf diesen Hintergrund ist dieser Lastenausgleich, glaube ich, eine Maßnahme, wie sie einmalig in der Geschichte ist und wie sie auch von einer politischen Weitsicht zeugt, die die Politiker damals gehabt haben,
in einer Zeit, wo es nicht möglich war, heute mal da ein paar Millionen und dort ein paar Milliarden auszugeben, wie das ja in der Corona-Krise heute der Fall ist. Manchmal hat man das Gefühl, dass das Verhältnis zu den Zahlen irgendwo abhanden gekommen ist. Damals waren das aber Leistungen, die auf der einen Seite diejenigen, die leisten mussten, belastet haben, aber immerhin aber Rücksicht genommen hat darauf, dass der wirtschaftliche Aufschwung auch tatsächlich weitergeht. Und auf der anderen Seite für die Menschen, die vor dem Nichts standen, eben ein Hoffnungsschimmer, der gegeben war und der den Leuten nicht nur Optimismus gegeben hat, sondern auch die Möglichkeit, wieder auf die Beine zu kommen. Und wenn Sie sich vor Augen führen, dass die Gesamtleistungen dieses Lastenausgleiches, wie ich nachgelesen habe, 143 Milliarden D-Mark heute waren. Und wenn Sie sich vor Augen führen, mit welchen Größenordnungen heute die Volkswirtschaften arbeiten, dann ist das eigentlich, ich will nicht sagen, unter Peanuts einzuordnen, aber manche würden geneigt sein, das in diese Richtung zu schaffen. Was will ich damit sagen? Ich will sagen, das ist ein Thema, das es verdient, dass es nicht in der Versenkung der Geschichte verschwindet, sondern dass man es zur Kenntnis nimmt, dass man es aufarbeitet und versucht, auch für die Zukunft Lehren zu ziehen und als Beispiel einer wirklich sozialpolitischen großartigen Leistung wahrzunehmen. In diesem Sinne freue ich mich auf die heutige Veranstaltung und wünsche einen guten Verlauf und angenehme Diskussionen. Danke. Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Vogler, für Ihr Grußwort. Ich darf nun eine ganz besondere Freude für mich, Frau Silvia Stiersdorfer, hier nochmals willkommen heißen als Beauftragte der Bayerischen Staatsregierung für Aussiedlerfragen, für Aussiedler und Vertriebene, seit 2003 Mitglied des Bayerischen Landtags für den Stimmkreis Regensburg-Land und Mitglied des CSU-Parteivorstands. Frau Stiersdorfer, Sie haben das Wort. Ja, grüß Gott, hören Sie mich? Ja, wir können Sie wunderbar hören. Dankeschön. Also, dann sage ich einfach ein herzliches Grüß Gott an Sie, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freunde, wenn ich das so sagen darf. Ich, ja, erst einmal, es ist für mich heute eine ganz besondere Ehre, bei Ihnen, bei der Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen dabei sein zu dürfen, bei dieser bedeutenden Fach- und wichtigen Fachtagung und ja, und auch einige Worte an Sie richten darf. Der Herr Vogler hat ja schon einiges, die Einführung gemacht, was das Thema Lastenausgleich an sich bedeutet und was es damals nach dem Zweiten Weltkrieg bedeutet hat. Und Sie haben zu Recht gesagt, wenn man die Corona-Krise heute betrachtet, natürlich werden wir uns auch dann unterhalten müssen, wie wir die Lasten dann trotz allem gerecht verteilen, weil es hier sicherlich auch unterschiedliche Belastungen auch bei der Corona-Krise gibt. Aber letztendlich ist es immer wichtig, dass man in Ausnahmesituationen Solidarität zeigt, dass man den Schwächeren hilft. Und denke, das ist meines Erachtens auch gerechte Sozialpolitik. Und es gibt keine Sozialpolitik, wenn man also eben nicht versucht, die Lasten zu verteilen. Und der Lastenausgleich, und ich kann das nur immer wieder von meinen Großeltern, ich habe die ja selbst vertrieben worden sind und aus dem Sudetenland stammen, und dass das damals, mein Opa hat mir dann oft erzählt, es war keine einfache Sache. Es ist eine Erfolgsgeschichte. Der Lastenausgleich ist eine wahnsinnige Erfolgsgeschichte insgesamt. Aber es war natürlich nicht so, dass das in der Bevölkerung immer so gesehen worden ist. Letztendlich hat der Lastenausgleich dazu beigetragen, dass wir das Wirtschaftswunder, wenn ich das so sagen darf, nach dem Krieg
dass es uns gelungen ist und die Heimatvertriebenen hier einen großen Anteil geleistet und leisten, geleistet haben, wenn ich das so sagen darf, weil ohne diesen Einsatz, ich nehme jetzt Neutraubling, Stadt Neutraubling ist eine der 5 vertriebenen Städte bei mir im Landkreis Regensburg. 75 Jahre feiern wir Geburtstag heuer und ich hoffe, wir können noch einmal schön feiern, wenn ich das, das liegt uns natürlich auch alle am Herzen. Aber wenn ich hier die Zeitzeugengespräche, die ich momentan führe, dann war das schon eine große Herausforderung. Das Zusammenführen, die Eingliederung letztendlich in die Gesellschaft und natürlich auch zu erklären, warum unserer Bevölkerung, ich sage jetzt der hiesigen Bevölkerung, warum es wichtig ist, warum der Lastenausgleich notwendig war. Und es genügt ein Blick in anderen Ländern, wo es eben nicht der Fall war. Und schauen wir nur einmal in die ehemalige DDR, wo es keinen Lastenausgleich für die Vertriebenen gab und die Aussiedler und Spätaussiedler in Deutschland bis heute unter einer Benachteiligung im Rentenrecht leiden. Das ist auch ein Thema, das Sie, glaube ich, heute noch aufgreifen in Ihrer Tagung. Und deshalb geht es hier auf der anderen Seite um das Materielle, weil es sicherlich neue Existenzen, weil man wieder die Möglichkeit hatte, eben hier Fuß zu fassen, sich weiterzuentwickeln, Firmen zu gründen, vielleicht eine Landwirtschaft, die ich dann wieder aufbauen konnte, mir ein eigenes Haus dann auch mit mühevoller Arbeit leisten konnte, zeigt es, dass es wichtig ist, dass es neben dem finanziellen Fall auch um die Anerkennung, um die Würdigung des Schicksals von Menschen geht und dass der Lastenausgleich zeigt und belegt, dass es wichtig war und dass durch den Lastenausgleich eben wir es geschafft haben, dann in der Bundesrepublik Deutschland den Aufschwung, das gemeinsame Miteinander zu bewerkstelligen und letztendlich Wohlstand auch für die Menschen, die alles verloren hatten durch den Krieg und durch Flucht und Vertreibung und vieles erdulden mussten, zumindest dann wieder Möglichkeiten geschaffen worden sind. Ja, und deshalb ist es so wichtig, lieber Herr Kohnhäuser, liebe Frau Beger, liebe sehr geehrten Damen und Herren, sich mit diesem wichtigen Thema zu beschäftigen, weil es kein altes Thema ist. Es ist ein Thema, das uns bewegt und ein junges Thema, weil die Geschichte so jung ist. Und deshalb wir auch das vielleicht der jungen Generation noch näher bringen müssen, sollten, was es damals 4 Jahre, als dieses Gesetz am 14.08.1952 in Kraft getreten ist, bedeutet hat, für Anstrengungen und was die Umsetzung betrifft. Und ich bin froh, dass es uns gelungen ist. Und deshalb danke ich Ihnen nochmal für Ihr Engagement, für Ihre Arbeit, für Ihren Einsatz, wenn es um das Thema Lastenausgleich geht. Ich weiß, Sie haben hier in Bayreuth einen wunderschönen Sitz, wenn ich das so sagen darf, und wünsche Ihnen, der Kulturstiftung, da weiterhin viel Erfolg und begleite Sie gern auch in meiner Arbeit als Beauftragte der Bayerischen Staatsregierung für Aussiedler und Vertriebene, weil mir dieses Thema am Herzen liegt und gemeinsam packen wir es an. Es gibt viel zu tun, ob das im Bereich Bildung, Hochschule ist, Forschung ist, wo Sie auch fest mit dabei sind. Ich glaube, wenn wir zusammenarbeiten, dann können wir auch die Menschen für dieses so wichtige Thema begeistern. Herzlichen Dank. Danke. Ja, liebe Frau Stiersdorfer, vielen, vielen herzlichen Dank für Ihr Grußwort. Sie haben zu Recht darauf hingewiesen, der Lastenausgleich, das ist kein altes Thema, denn gerade vor dem Hintergrund der Corona ist mehr denn je eine kraftvolle Solidargemeinschaft gefordert, um die Auswirkungen dieser Pandemie in wirtschaftlicher und sozialer Hinsicht zu bewältigen. Ich darf nun das nächste Grußwort bitten, Frau Dr. Silke Launert, seit 2013 Mitglied des Deutschen Bundestages, seit dieser Legislaturperiode direkt gewählte Abgeordnete für den Wahlkreis Bayreuth. In Bayreuth hat sie auch studiert und promoviert.
war Richterin, bevor sie in den Deutschen Bundestag eingezogen ist, ist jetzt Obfrau im Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss, aber auch die Heimatvertriebenen und deren Anliegen ist Frau Launert ein ganz besonderes Anliegen. So ist sie auch Mitglied der Vollversammlung des Sudetendeutschen Rates. Und ich darf nun Sie, liebe Frau Launert, um Ihr Grußwort bitten. Ja, vielen Dank. Zunächst grüß Gott, Herr Vorstandsvorsitzender Vogler, lieber Geschäftsführer Herr Kohnhäuser, von Krieg und Bomben vertrieben. Das erlittene Schicksal von Millionen Kriegsgeschädigten und Flüchtlingen war, ist und bleibt Unrecht. Und der Lastenausgleich diente für die Vertriebenen in der Nachkriegszeit, und zwar der Entschädigung, Eingliederung und Linderung der letztlich damals vorherrschenden Größennot. Nochmal besteht Nachfrage an Rücksiedlungen. Deshalb stellen wir auch, und ich bin ja stellvertretende Vorsitzende der Gruppe der Vertriebenen, Aussiedler und deutschen Minderheiten der Unionsbundestagsfraktion, die Anerkennung der Kriegsfolgen, die Schicksale noch heute in den Mittelpunkt auch unserer politischen Diskussion. Wir sehen es als historische Verpflichtung, uns für die Integration der über 3 Millionen deutschen Spätaussiedler, die in der Bundesrepublik eingereist sind, einzusetzen und dauerhaft Verantwortung zu übernehmen. Und da halten wir auch fest, Spätaussiedler sind weiter willkommen. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um kurz auf das Lastenausgleichsarchiv in Bayreuth hinzuweisen. Sie haben es schon angesprochen, dass er in meinem Wahlkreis liegt und dass ich vorher, das ist schon wahrscheinlich 4 Jahre her, das letzte Mal besucht habe. Und ich gebe auch zu, auch ich habe da erstmal so richtig verstanden, um was es genau bei diesem Lastenausgleich ging. Also Herr Vogler, Sie haben das völlig richtig eingeschätzt, wenn man die mittlere Generation, von den Jüngeren spreche ich gar nicht, darauf ansprechen würde, da kann ich aus eigener Überzeugung sagen, ich gebe Ihnen recht, das werden die meisten nicht wissen. Aber die meisten in dieser Generation können sich auch nicht vorstellen, wie die Situation wirklich damals war, weil sie es auch nicht ansatzweise so jemals erlebt haben. Ich habe gehört, mehr als 30.000 laufende Meter Akten dokumentieren die Schäden von Millionen Vertriebenen und bieten Einblick in die Geschichte. Und ich wünsche viel Erfolg weiterhin bei diesem lang aufwendigen Prozess, den Sie da vor sich haben, das alles zu digitalisieren, so wie es halt nun mal heutzutage unverzichtbar ist. Doch nicht nur in der Vergangenheit, auch in der Zukunft befassen wir uns mit dem Thema. Und Sie haben es jetzt schon zweimal angesprochen. Das Thema des Lastenausgleichs, so aktuell wie lange nicht. Warum? Weil während der Pandemie Forderungen laut geworden sind, dass sich die Gewinner in der Corona-Krise finanziell an den Folgen beteiligen sollen. Und vor diesem Hintergrund ist die Frage, wie sich die deutsche Wirtschafts- und Sozialpolitik seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges entwickelt hat, ja, besonders interessant. Es sind schwierige Zeiten mit ungeahnten Herausforderungen für jeden Einzelnen. Und durch die doch sehr, sehr umfangreichen finanziellen Rettungspakete ist vielleicht dem einen oder anderen noch nicht so richtig bewusst, welche Herausforderungen da wirklich auf uns zukommen. Brauchen wir wirklich einen neuen Lastenausgleich? Ich freue mich auf die spannenden Diskussionen und Beiträge im Rahmen der Fachtagung, die neuen Perspektiven und Ansätze aufzeigen sollen und den Lastenausgleich im Spiel der heutigen Sozialpolitik betrachten. Vielen Dank für die Einladung. Ja, vielen herzlichen Dank, Frau Launert, auch für Ihr Grußwort, in der Sie ja auch nochmals eindrucksvoll zum Ausdruck gebracht haben, wie wichtig doch der Blick in die Vergangenheit ist, um die Augen in der Gegenwart auch richtig offen zu haben. Ich würde jetzt an Sie, Frau Dr. Beger, weitergeben, um mit der Moderation fortzufahren. Genau, vielen Dank, Herr Kohnhäuser. Wir würden im Programm jetzt fortfahren mit der Keynote, die Professor Dr. Sebastian Till Braun halten wird zum Thema die wirtschaftliche Integration der deutschen Heimatvertriebenen 1945 bis 1970. Ich würde Herrn Professor Braun kurz vorstellen. Er ist Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Bayreuth,
wo er auch den Lehrstuhl für quantitative Wirtschaftsgeschichte innehat. Er ist außerdem Research Fellow am Kieler Institut für Weltwirtschaft und war, bevor er an die Universität Bayreuth wechselte, Associate Professor an der University of St. Andrews. Er hat außerdem längere Forschungsaufenthalte an der Copenhagen Business School, am University College London und an der University of Melbourne absolviert. Er hat vor allem zu internationalen Wirtschaftsbeziehungen, zu Arbeitsmärkten und zur quantitativen Wirtschaftsgeschichte gearbeitet und beschäftigt sich aktuell auch mit den ökonomischen Auswirkungen von Zuwanderung und der Integration von Zuwanderern in historischer Perspektive sowie auch mit der Entwicklung der sozialen Mobilität im 19. und 20. Jahrhundert. Professor Braun hat zusammen mit Fachkollegen und Kolleginnen in einschlägigen englischsprachigen Journals publiziert. Ich möchte hier nur einige wenige seiner Publikationen nennen, unter anderem zusammen mit Thomas Bauer und mit Michael Kwasnitzka, The Economic Integration of Forced Migrants, Evidence for Postwar Germany, erschienen 2013 im Economic Journal. Oder zusammen mit Umar Mahmoud Toman, The Employment Effects of Immigration, Evidence from the Mass Arrival of German Expellees im Journal of Economic History. Oder dann 2020 mit Nadja Zwenger, Settlement Location Shapes the Integration of Forced Migrants, Evidence from Postwar Germany in dem Journal Explorations in Economic History. Herr Professor Braun, wir sind sehr froh, dass wir Sie gewinnen konnten, heute die Keynote zu halten und freuen uns jetzt auf Ihren Vortrag. Ja, wunderbar. Vielen Dank für die nette Vorstellung. Ich freue mich auch, heute zu Ihnen sprechen zu dürfen. Ich würde, wenn man mich soweit gut verstehen kann, dann meinen Bildschirm teilen und auch meine Folien. So, darf ich um kurzes Handzeichen bitten, sieht man die Folien? Ich nehme das mal als ein Ja. Also die Folien sind sichtbar, wunderbar. Thema heute ist, wie gesagt, die wirtschaftliche Integration der deutschen Heimatvertriebenen 45 bis 70. Das ist natürlich ein sehr, sehr breites Thema. Ein Thema, das ich hier in der Kürze der Zeit sicherlich nicht gerecht werden kann. Deswegen der Untertitel: Neue Forschungsergebnisse aus der quantitativen Wirtschaftsgeschichte. Also was ich hier versuche, ist thesenartig neue Forschungsergebnisse aus der Volkswirtschaftslehre, aus der quantitativen Wirtschaftsgeschichte darzulegen. Quantitative Wirtschaftsgeschichte als ein Teilelement der Wirtschaftsgeschichte, die sich eben mit wirtschaftshistorischen Fragestellungen beschäftigt und das mit Methoden der Statistik. Ich sage dazu gleich nochmal etwas. Aber vielleicht vorneweg die Frage, ich habe neue Forschungsergebnisse vorneweg gestellt, die Frage oder die Erkenntnis, dass es eben diese neuen Forschungsergebnisse gibt, nicht nur in der Wirtschaftsgeschichte, sondern auch in der Volkswirtschaftslehre im Allgemeinen. Es gibt also ein zunehmendes Interesse wieder an insbesondere der Vertreibung der Deutschen aus Ostmittel- und Südosteuropa nach dem Zweiten Weltkrieg. Woran liegt das? Nun, zum einen sehen wir natürlich in den letzten 10 Jahren eine starke Zunahme der Zwangsmigration. Wenn wir auf die Zahlen schauen, dann waren Ende 2019 fast 80 Millionen Menschen auf der Flucht. Das ist eine Verdopplung innerhalb der letzten 10 Jahre. Und damit ist das Thema Zwangsmigration auch in der Volkswirtschaftslehre wieder stärker auf die Tagesordnung gesetzt worden, was davor eigentlich nicht so der Fall war. Und diese Entwicklung hat in der VWL, gerade in der VWL, auch das Interesse an den Vertreibungen geweckt, die eben während und nach dem von Deutschland entfesselten Zweiten Weltkrieg stattfanden. Und dort nicht zuletzt eben die Flucht und Vertreibung der Deutschen als der zahlenmäßig größten Zwangsumsiedlung nach dem Krieg. Aber auch andere Zwangsumsiedlungen nach dem Krieg finden Interesse. Und ich werde in meinem Vortrag auch immer wieder mal einen Abstecher zu diesen anderen Zwangsumsiedlungen machen, wenn es ähnliche Forschungsergebnisse gibt. Also beispielsweise der Finnen aus Karelien, Vertreibung der Finnen aus Karelien, auch aus Polen.
Polen aus, dem ehemaligen Ostpolen. Ich werde immer mal wieder auch den Blick ein bisschen weiten in meinem Vortrag, wenn es denn Forschungsergebnisse gibt. Parallel dazu nahm natürlich auch das mediale Interesse zu und auch das hatte Auswirkungen auf den akademischen Diskurs. Sie haben es gesagt, ich war zwischenzeitlich auch am Institut für Weltwirtschaft beschäftigt und damit natürlich deutlich Politik näher. Und war da eben auch während der sogenannten Flüchtlingskrise von 2015-16 beschäftigt, wo das mediale Interesse gerade an den Heimatvertriebenen entsprechend zugenommen hat. Wenn Sie sich die Zeitungsüberschriften aus dieser Zeit in Erinnerung rufen, dann habe ich Ihnen hier eine Auswahl mitgebracht. Es wurde immer wieder dieser Vergleich gezogen. Hier beispielsweise Böhmen-Pommern Syrien, wer heute gegen Einwanderung auf die Straße geht, verdrängt die eigene Migrationsgeschichte. Dann natürlich auch deutlich kritischer Perspektive, kann man diesen Vergleich überhaupt ziehen. Viel größere Kulturunterschiede hier, Flucht 1945 und 2015. Es stand also sehr stark hier in dieser Debatte, kann man solche Vergleiche machen? Kann man daraus etwas lernen? Aber auch das zeigt auf jeden Fall eine zusätzliche Interesse an dieser Thematik, auch im Hinblick auf die Ereignisse in Deutschland. Und auch das hat sicherlich dazu geführt, dass auch außerhalb der Wirtschaftsgeschichte, in der Volkswirtschaftslehre im Allgemeinen, das Interesse wieder zugenommen hat, auch an der Vertreibung, die uns heute beschäftigt. Und das ist eben in diesem Vortrag die Integration der Heimatvertriebenen in Westdeutschland 1945 bis 70, wie gesagt. Und ich möchte das anhand von 6 Thesen tun. In der Volkswirtschaftslehre ist es sehr stark so, dass wir weniger Bücher schreiben, sondern wirklich einzelne Forschungsartikel, die sich einer relativ engen Fragestellung, manche würden sagen zu engen Fragestellung, widmen und dann wirklich eine These entwickeln. Und daher kommen diese 6 Thesen, die also wirklich bestimmte Forschungsergebnisse von Artikeln hoffentlich prägnant zusammenfassen. Und ich habe hier 6+1 Thesen geschrieben. Ich werde zunächst auf spezifisch zur Integration der deutschen Heimatvertriebenen in Westdeutschland, das sollte ich dazu sagen, also wir gucken uns hier Westdeutschland an, eine weitere Fokussierung was sagen und zu der wirtschaftlichen Auswirkung in Westdeutschland auch auf die einheimische Bevölkerung was sagen. Das sind diese 6 Thesen. Ich habe Ihnen noch eine zusätzliche These mitgebracht, wenn wir Zeit haben. Es gibt eine neue, ganz spannende Arbeit, die schaut sich auch die Auswirkungen der Vertreibenden im Herkunftsland an. Und auch diese möchte ich Ihnen hier kurz vorstellen, wenn denn die Zeit dazu bleibt. Ich habe ja bereits gesagt, also, dass wir in der Wirtschaftsgeschichte mit statistischen Methoden arbeiten und die Forschung, die ich Ihnen vorstelle, baut oftmals auf historischen und soziologischen Arbeiten auf. Das heißt, die passiert natürlich nicht im luftleeren Raum. Die Kollegen aus den anderen Sozialwissenschaften werden sicherlich sagen, okay, diese Thesen kennt man. Das ist doch schon mal untersucht werden und das ist sicherlich richtig. Diese Wirtschaftsgeschichte baut darauf auf und testet die Hypothesen mit statistischen Methoden. Der große Beitrag, den diese Methoden hoffentlich mit sich bringen, ist eben, dass wir versuchen, möglichst repräsentative Daten auszuwerten, dass wir eben bestimmte Dinge auch quantifizieren wollen. Das hat natürlich auf der anderen Seite auch Nachteile. Also es wurden beispielsweise schon in den Grußworten auf die Einzelschicksale hingewiesen. Diese Einzelschicksale, die auch teilweise sehr unterschiedlich natürlich waren, gehen in unseren Arbeiten oftmals verloren, weil wir sozusagen statistische Durchschnitte, wenn Sie so wollen, bilden. Das möchte ich nur für den Hinterkopf sagen. Das ist sicherlich ein Nachteil. Auch bestimmte Dinge können wir nicht quantifizieren. Die sind mit qualitativen Methoden natürlich deutlich besser erfassbar. Und von daher würde ich Sie bitten, diese Hypothesen, diese Arbeiten als komplementär zu bestehenden historischen und soziologischen Arbeiten zu nehmen. Und zusammen ergibt sich ein sehr reiches Bild. Vielleicht noch ganz kurz auch dazu, da der Lastenausgleich hier ja auch im Vordergrund steht. Der Lastenausgleich ist eigentlich eine klassische Politik, die sich mit statistischen Methoden nur sehr schwierig erfassen lässt. Es wurde schon sehr oft gesagt, dass er einen sehr starken Beitrag zur Integration der Heimatvertriebenen geleistet hat.
Das ist sicherlich unbestritten, aber den zu quantifizieren, das ist unglaublich schwierig. Und wir können die Gründe dafür auch gerne in der Diskussion nochmal erörtern. Gut, also das ist vorneweg das, was ihr in meinem Vortrag erwartet. Ich möchte aufgrund des Formates gar nicht groß den historischen Hintergrund hier nochmal in aller Breite diskutieren. Ich möchte allerdings einen Punkt, bevor ich zu meinen Hypothesen komme, noch einmal hervorheben, weil dieser Punkt sehr wichtig ist, um die Arbeiten zu verstehen, die ich Ihnen vorstellen möchte. Und das ist die Verteilung, die regionale Verteilung der Heimatvertriebenen in Westdeutschland nach dem Krieg. Die Volkszählung von 1950 zählte fast 8 Millionen Heimatvertriebene in Westdeutschland. Also jeder Sechste in etwa in Westdeutschland war damals ein Vertriebener, jeder Sechste. Ein unglaublich großer Anteil aus heutiger Sicht. Wir wissen aber auch, oder ich möchte Ihnen nochmal in Erinnerung rufen, dass die regionale Verteilung der Heimatvertriebenen sehr, sehr, sehr ungleich war. Also Sie sehen hier Gebiete, gerade im Norden von Deutschland, Schleswig-Holstein, in Kiel beispielsweise, da wo ich lange gewirkt habe, Anteile von über 30% bis in der Spitze zu 40% Bevölkerungsanteil in einzelnen Kreisen. Natürlich auch entsprechend hohe Anteile in Bayern. Auf der anderen Seite im Südwesten Deutschlands deutlich geringere Bevölkerungsanteile, von hier unter 6%. Teilweise auch noch deutlich darunter. Also wir sehen eine sehr, sehr starke, ungleiche regionale Verteilung der Heimatvertriebenen nach dem Zweiten Weltkrieg. Und das ist ein wichtiger Ausgangspunkt für viele der Arbeiten. Deswegen möchte ich auch noch mal ganz kurz darauf eingehen, warum das der Fall war. Und hier, wie gesagt, nur kurz stichpunktartig darstellen, warum das der Fall war. Nun, zum einen ist das natürlich eine Folge der Flucht in den letzten Monaten des Zweiten Weltkrieges, wo die Vertriebenen eben zunächst in heimatnahe und angesichts des Krieges auch erreichbare Regionen flüchten. Das lässt sich am besten eigentlich erkennen, wenn man sich die Zusammensetzung der Heimatvertriebenen nach Herkunftsgebieten anschaut. Also das ist jetzt hier die nächste Folie. Also Sie sehen hier wieder den Bevölkerungsanteil der Heimatvertriebenen im September 1950, aber jetzt aufgeteilt in Menschen aus Ostpreußen und hier in Menschen aus der Tschechoslowakei, also insbesondere aus dem Sudetenland. Und Sie sehen beispielsweise, dass Menschen aus Ostpreußen natürlich ganz massiert im Norden von Deutschland vertreten waren und kaum im Süden von Deutschland. Ja, sehr, sehr hohe Bevölkerungsanteile im Norden, sehr geringe im Süden. Und wir können uns die zeitgenössischen Publikationen dazu aus Schleswig-Holstein auch nochmal anschauen. Hier ist sozusagen eine Karte aus den statistischen Monatsheften Schleswig-Holstein 1950, wo nochmal gezeigt wird, wo kommen denn die Menschen her? Und Sie sehen sozusagen hier die Fluchtbewegung, insbesondere aus Ostpreußen, aber auch aus Ostpommern. Und diese wurden eben durch den Verlauf der militärischen Operation im Norden der Ostfront weitgehend sozusagen bestimmten die Fluchtmöglichkeiten, die Richtung und die Wege der Flüchtlinge, wo eben Hunderttausende versuchten, über die Ostseehäfen zu fliehen und die Flucht eben insbesondere über die Ostsee passierte und dementsprechend die Menschen gerade nach Mecklenburg und eben nach Schleswig-Holstein kamen. Ja? Und dadurch, das ist eine der Gründe für diese regionale sehr unterschiedliche Verteilung in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Sie sehen, dass hier für die Sudeten, Menschen aus dem Sudetenland, dass sie vor allem in Bayern natürlich hohe Anteile haben. Also das ist ein Grund. Es gibt noch zwei andere Gründe. Der zweite Grund, der für uns nicht ganz so wichtig ist, ist, dass es zunächst keine Aufnahme von Vertriebenen in die französische Besatzungszone gab. Das heißt, diese starken Unterschiede, die Sie hier teilweise zwischen benachbarten Kreisen sehen, ja, also hier im Süden von heute Baden-Württemberg, wo Sie plötzlich sehr geringe Anteile haben, während Sie in den benachbarten bayerischen Kreisen sehr hohe Anteile haben, das ist eben Folge dieser Politik, dass es zunächst keine Aufnahme von Vertriebenen in die französische Besatzungszone gab. Der dritte Grund, der hier zu einer regionalen
ungleichen Verteilung geführt hat. Den können Sie sehr schön sehen, wenn Sie, ich weiß nicht, ob es sichtbar ist, aber es gibt immer mal wieder so blaue Inseln in einem roten Meer. Hier gerade in Schleswig-Holstein ist das gut sichtbar. Also, dass es sehr hohe Bevölkerungsanteile von Heimatvertriebenen gibt. Und hier in der Mitte sehen Sie einen Kreis mit relativ niedrigen. Und das ist eben Hamburg. Das sind die Städte insbesondere. Ja, die Städte zerstören wenig Wohnraum, oftmals Zuzugssperren auch in dieser Zeit. Und das heißt, Vertriebene wurden auch in den späteren Stufen der Vertreibung in den sogenannten organisierten, der sogenannten organisierten Vertreibung eben insbesondere in ländlichen Gegenden untergebracht, wo eben Wohnraum verfügbar war. Was natürlich auch Sinn gemacht hat mit Blick auf die Unterbringung, aber was jetzt für unser Thema wirtschaftliche Integration natürlich Auswirkungen hatte, weil die Menschen eben nicht in den industriellen Zentren des Landes untergebracht waren, sondern eben insbesondere in den ländlichen Gegenden. Gut, das ist das, was ich noch vorneweg sagen wollte zur regionalen Verteilung, die eben eine große Rolle für uns spielt. Bevor ich jetzt zu meinen Thesen komme, noch zwei Worte zu meinen Daten, die wir in den verschiedenen Forschungsarbeiten verwendet haben. Das sind zwei Arten von Daten. Das sind zum einen Individualdaten. Was heißt das? Das sind also wirklich Personendaten, wo jede einzelne Person eben eine Beobachtung wäre. Das heißt, wir wissen für eine Person beispielsweise, wann diese Person geboren ist, in welchem Beruf sie war, vielleicht 1970, aber auch schon vor dem Krieg. Solche Daten gibt es eben auch. Und insbesondere natürlich, ob jemand ein Heimatvertriebener war oder nicht, was uns eben dann Vergleiche erlaubt. Okay, wir haben die Heimatvertriebenen beispielsweise abgeschnitten auf dem Arbeitsmarkt relativ zur einheimischen Bevölkerung. Ja? Und da gibt es insbesondere 1970 die Volkszählung, wo es eine 10%-Sprechprobe gibt. Da hat man also wirklich Millionen von Daten, die man dann auswerten kann, von einzelnen Daten. Und auch die sogenannte Mikrozensus-Zusatzerhebung von 1971. Leider gibt es danach eigentlich keine großen Datenquellen mehr, wo wirklich zwischen Heimatvertriebenen und Nicht-Heimatvertriebenen unterschieden wurde, was so ein bisschen der Perspektive geschuldet war, okay, die Integration ist mehr oder weniger abgeschlossen, wir müssen das jetzt eigentlich nicht mehr nachhalten, was natürlich aus Forschungsperspektive ein bisschen schade ist. Aber deswegen gehen die meisten Arbeiten einfach nur bis 1970. Und dazu gibt es eine Fülle von Kreisdaten. Also ich habe Ihnen schon einige Grafiken gezeigt, einige Abbildungen gezeigt. Das sind unterliegende Kreisdaten, wo wirklich Daten aus der Volkszählung aufaggregiert worden sind, auf eben eine Kreisebene, auf Ebene von Landkreisen, aus den verschiedenen Volks- und Berufszählungen 39, 46, insbesondere 50, sehr umfangreich, wo wir Daten zur Berufsstruktur, Religion, Alter etc. haben. Diese haben wir digitalisiert als kleiner Werbehinweis sozusagen am Rande. Und haben die alle in Excel-Files verfügbar gemacht. Also diese Datenbank enthält mehr als 800 Variablen auf, wie gesagt, beispielsweise Konfessionsstruktur, mehr als 300.000 Datenpunkte und ist online auch frei verfügbar. Ich gucke mal gerade, ob das funktioniert, das aufzurufen, nur um Ihnen da einen Eindruck zu geben. Also die Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften in Kiel hostet solche Daten mittlerweile und da sind diese Daten eben alle abrufbar, sowohl für die Wissenschaft, aber halt natürlich auch für die interessierte Öffentlichkeit. Ich kann nur dazu ermuntern, diese Daten zu benutzen, wenn Sie Fragestellungen haben oder vielleicht auch nur persönliches Interesse. Die werden auch in Kürze in der Vierteljahresschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte nochmal beschrieben, damit man so ein bisschen mehr dazu weiß. Genau, wer an dem Link interessiert ist, kann mir gerne natürlich eine E-Mail schreiben. Gut, und das war ein Projekt von der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Auch daran sehen Sie, dass es da durchaus Interesse gibt, auch von der Scientific Community im Allgemeinen. Immer so schön war. Gut, kommen wir zurück zu unserem Thema Integration der Heimatvertriebenen. Und jetzt fange ich mit meinen Thesen an. Die erste These bezieht sich auf die wirtschaftliche Integration der ersten Generation. Und die These, die ich hier mitgebracht habe, ist die folgende, dass die wirtschaftliche Integration der ersten Generation, die erste Generation ist hier definiert als diejenigen, die zwischen 1906 und 1925 geboren sind. Warum diese Kohorte? Nun ja,
Wir wissen für die sozusagen, das ist eine Kohorte, die ihren Arbeitsmarkteinstieg typischerweise vor dem Krieg oder im Krieg sozusagen gemacht hat. Also die waren 1939 zwischen 14 und 33 Jahre alt. Und wir können sie aber immer noch in den Daten, die wir haben, 1970 immer noch im Arbeitsmarkt beobachten. Also die waren 1970, 25 Jahre nach Kriegsende, zwischen 45 und 65 Jahre alt. Und wenn wir uns die anschauen in den Daten, dann sieht man zwar, dass es durchaus starke Aufholprozesse gegeben hat, aber die immer noch vom Arbeitseinkommen beispielsweise unter der einheimischen Bevölkerung lagen. Also das Arbeitseinkommen der männlichen Vertriebenen lag beispielsweise um 8% unter dem der einheimischen, ich will sagen westdeutschen, nicht vertriebenen Bevölkerung, 25 Jahre nach dem Krieg. Wenn Sie sich so etwas wie Wohneigentum anschauen, sind die Unterschiede deutlich frappierender. Die Wohneigentumsquote der Vertriebenen lag 1970 um 17% unter den bei Männern und mehr als ein Viertel unter der einheimischen Bevölkerung, wenn Sie sich Frauen anschauen. Also große Fortschritte, aber der Integrationsprozess der ersten Generation, der Aufholprozess war unvollständig. Eine vielleicht interessante Ausnahme ist die Bevölkerung, die 1939 in der Landwirtschaft tätig war. In diesen Daten können wir auch einfach sagen, okay, wir vergleichen nicht alle mit allen, sondern wir vergleichen nur die, die beispielsweise vor dem Krieg in der Landwirtschaft tätig waren. Und schauen jetzt, was ist mit denen passiert, 30 Jahre später. Ja? Und da sehen wir, dass wenn man nur Menschen in der Landwirtschaft, die vor dem Krieg in der Landwirtschaft miteinander vergleichen, da ist es so, dass die Vertriebenen tatsächlich ein höheres Einkommen erzielen als die Nicht-Vertriebenen. Und das lag daran, dass es eben wie eine erzwungene Umschichtung aus der Landwirtschaft in die Industrie und in den Dienstleistungssektor gab. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, wieder eine Arbeit in der Landwirtschaft zu finden, war bei den Vertriebenen viel, viel geringer als bei der einheimischen Bevölkerung. Und das hatte natürlich persönlich sicherlich viele negative Konsequenzen, aber sozusagen vom Einkommen her haben die sogar dann mehr verdient als die einheimische Bevölkerung. Und hier möchte ich meinen ersten Einschub machen, um sozusagen den Blick zu weiten, weil es für Finnland eine gerade jüngst erschienene Arbeit gibt, die im Endeffekt sehr, sehr ähnliche Dinge tut, die wir für Westdeutschland im Jahre 2013, die Studie ist schon älter und Paul Lüttinger hat da schon in den 80er Jahren dran gearbeitet. Auch hier nochmal der Hinweis, dass wir hier nicht auf einem luftleeren Raum sozusagen operieren, sondern natürlich auf anderen Arbeiten aufbauen. Aber für Finnland sei nochmal gesagt, also hier geht es um die Vertreibung der Finnen aus Karelien, das eben an die Sowjetunion abgetreten wurde. Und es gibt eine Arbeit, die findet sehr, sehr ähnliche Effekte, wie wir für Westdeutschland finden, eben für die vertriebenen Finnen. Das heißt, auch die können bis 1970 im Einkommen nicht auf die einheimische Bevölkerung sozusagen aufschließen. Also es gibt persistente Einkommensverluste, auch in Finnland. Allerdings erhöhte sich das Einkommen, wenn wir nur auf die Landwirte blicken. Also auch sehr hier eine Parallele, die rein von den Zahlen sozusagen zu dem Fall in Westdeutschland. Zweite Bemerkung, die ich machen möchte, ist, ich habe hier sehr stark einfach eine 20-jährige, sozusagen eine Kohorte, eine längere Kohorte über die Zeit betrachtet und habe dann einen Durchschnitt gebildet. Was das natürlich verdeckt, ist, dass es sehr, sehr starke Kohorteneffekte gibt. Was meine ich damit? Die Auswirkungen der Vertriebenen, der Vertreibung auf die späteren Arbeitsmarkterfolge waren nicht zuletzt davon abhängig, wann denn die Vertreibung stattfand. Hier, was Sie hier sehen, ist die Dauer der Berufsausbildung von Frauen in diesem Fall nach Geburtsjahr und Vertreibungsstatus. Das heißt, wir gehen jetzt hier, wir beobachten das in 1970, also alle, die haben die Berufsausbildung wahrscheinlich abgeschlossen und haben verschiedene Geburtsjahre, also von 1900 bis 1950. Und Sie sehen diese roten und blauen Linien, Sie können vielleicht nicht die Einzelheiten erkennen, aber im Endeffekt gehen die mehr oder weniger parallel. Das heißt, die Vertriebenen und Nichtvertriebenen hatten mit Blick auf die Berufsausbildung, Länge der Berufsausbildung eigentlich immer sehr ähnliche Werte. Sie sehen, die rote Linie sind dann die Nichtvertriebenen. Sie sehen diesen leichten Knick hier.
Also da setzt sich diese Erhöhung der Berufsausbildung nicht mehr fort. Das ist die Bevölkerung, die um 1930 zur Welt gekommen ist, die eben den Berufseinstieg, Übergangsschule in den Arbeitsmarkt eigentlich hätte zu Kriegsende machen müssen. Aber in diesem ganzen Chaos und dem Wirren der Nachkriegsjahre eben nicht einfach so machen konnte. Und man sieht eben zumindest einen gewissen Einbruch in der Berufsausbildung, auch bei der einheimischen Bevölkerung, hier spezifisch Frauen. Sie sehen den aber deutlich, deutlich stärker in der vertriebenen Bevölkerung. Das heißt, die Menschen, die vertrieben worden sind zu dem Zeitpunkt, wo eigentlich der Eintritt in den Arbeitsmarkt erfolgt, die sehen einen regelrechten Einbruch in ihre Berufsausbildung. Und das ist auch ein Einbruch, der nicht wieder aufgeholt wird. Ja? Und hier sehen Sie also auch sozusagen die Bedeutung des Alters, wann man vertrieben wird, für den Arbeitsmarkterfolg später in Westdeutschland. Das ist meine zweite Bemerkung und sozusagen das ist die eher, wenn Sie so wollen, pessimistische erste Hypothese, die ich Ihnen mitgebracht habe zur Integration. Die deutlich optimistischere These 2 beschäftigt sich mit dem Bildungsaufstieg der zweiten Generation. Für die zweite Generation haben wir leider nicht mehr so viele Daten, weil dann eben diese Daten, die spezifisch Heimatvertriebenen von Nicht-Heimatvertriebenen unterschieden haben, aufhören. Aber wir können uns zumindest für die Generation, die zwischen 44 und 49 zur Welt gekommen ist, das nennen wir zweite Generation, weil sie eben schon ihre gesamte Schulkarriere in Westdeutschland abgeschlossen haben. Und auch hier können wir wieder fragen, nun ja, wie sieht es denn aus mit dem Vergleich Bildungsabschluss der einheimischen zweiten Generation und der Generation der Heimatvertriebenen? Und hier sieht es so aus, dass die zweite Generation der Heimatvertriebenen im Durchschnitt höhere Bildungsabschlüsse erreicht hat als die einheimische Bevölkerung. Ich will jetzt gar nicht diese kleinen Zahlen hier alle herwerten, aber wir können zum Beispiel uns anschauen, hier ist niedrig qualifizierte Kategorie, das sind Menschen, die keinen Berufsabschluss haben, also Volksschule und keinen Berufsabschluss. Da ist zum Beispiel bei der einheimischen Bevölkerung, bei den Männern, der Wert etwa 12% haben keinen Berufsabschluss. Bei den vertriebenen Männern ist das 3 Prozentpunkte weniger. Also anstatt 12% sind es nur 9%. Also deutlich weniger niedrig qualifizierte, wenn Sie so wollen. Und Sie sehen das spiegelbildlich, dass es deutlich mehr Hochqualifizierte unter der zweiten Generation Heimatvertriebene gab. Es gibt auch Forschung für Bayern, die sagt, dass das nicht nur die Vertriebenen selber sozusagen waren, die dann höhere Bildungsabschlüsse haben, sondern dass das auch der einheimischen Bevölkerung zugute kam. Dort, wo viele Sudetendeutsche nach dem Zweiten Weltkrieg gelandet sind, in Bayern, sieht man auch einen Anstieg der Bildungsabschlüsse der einheimischen Bevölkerung. In der Volkswirtschaftslehre könnte man da von Peer-Effekten sozusagen reden, also wo man sich das abschaut von demjenigen, der eben mehr Präferenz für Bildung beispielsweise mitbringt und sehen eben auch einen positiven Effekt für die Einheimischen. Auch hier möchte ich noch einmal den Blick jetzt weiten über den westdeutschen Fall hinaus, weil auch hier gibt es ein interessantes Papier, auch gerade erst erschienen. Sie sehen, wie viel hier geforscht wird zu dem Thema. Für Polen. Und hier wird sich angeschaut, die aus Kresy vertriebenen Polen, also aus dem ehemaligen Ostpolen vertriebenen Polen, also das Gebiet, das im Zuge des Hitler-Stalin-Pakts unter sowjetische Besatzung kam. Und Sie sehen, und was das Papier im Endeffekt macht, ist die Frage, wie sieht es mit den Nachkömmlingen dieser Vertriebenen in heutigen Polen aus, relativ zu der sonstigen polnischen Bevölkerung. Und die haben den Vorteil, dass sie Daten haben, wo man das so ein bisschen aktuellen Rand nachverfolgen kann. Also sie können noch heute sagen, stammt jemand aus einer Familie, die eben damals ursprünglich aus Ostpolen kommt, aus dem ehemaligen Ostpolen. Und man sieht eben höhere Bildungsabschlüsse. Wir müssen uns nicht mit den Einzelheiten hier befassen, aber was man jetzt sieht, sind verschiedene Geburtsjahrgänge von vor dem Krieg bis dann nach dem Krieg. Und die letzten Geburtsjahrgänge sind die 1990er Jahre hier, also bis wirklich zum aktuellen Rand. Und das sind Vergleiche zwischen den Jahren der Schulbildung,
der ursprünglich sozusagen aus krisisch stammenden Polen mit allen anderen Polen. Und Sie sehen das sozusagen vor dem Weltkrieg, wenn es Unterschiede gab, dann war das eher sogar negativ. Also die hatten eine geringere Bildung. Und nach dem Krieg springt das nach oben, deutlich höhere Bildung als die anderen Polen. Und das ist ein Unterschied, der eben bis heute anhält. Das heißt, selbst die dritte Generation hat höhere Bildungsabschlüsse als die restliche polnische Gruppe. Da ist natürlich so ein bisschen die Frage, woran liegt das? Unsere These damals und auch die von Lüttinger 1986 war eigentlich, dass das sozusagen eine Investition war, in dem Sinne, dass die Menschen wurden sozusagen gezwungen, sich aus der Landwirtschaft, wurden sie aus der Landwirtschaft sozusagen vertrieben, mussten einen neuen Job in der Industrie beispielsweise suchen und waren deswegen gezwungen, mehr in Bildung zu investieren. Das ist unsere Hypothese. Das ist nur eine Hypothese, das können wir in den Daten nicht wirklich überprüfen. Die Arbeit für Polen hat stattdessen die Hypothese, dass Vertriebene dazu neigen, in was sie mobile Werte nennen, zu investieren. Das heißt, in Dinge, die sie mitnehmen können. Also ein Haus können sie nicht mitnehmen, wenn sie nochmal vertrieben werden, aber Bildung könnten sie mitnehmen. Und es gibt hier diesen schönen Zitat aus dem Buch, das auf Deutsch eine Geschichte von Nebel und Finsternis heißt, von dem israelischen Schriftsteller Amos Oz. It was always like that with Jewish families. They believed that education was an investment for the future, the only thing that no one can ever take away from your children, even if, heaven forbid, there's another war, another migration. Also sozusagen, das ist das, was sie mitnehmen können, gerade die Kinder auch mitnehmen können, falls es nochmal zu einer Vertreibung kommt. Ja? Und dass das eben was ist, das aus der Vertreibungsgeschichte erklärt werden kann, eine höhere Präferenz für Bildung. Das ist also meine sozusagen positive Hypothese, mehr mit Blick auf die Integration. Die dritte These, die ich Ihnen mitgebracht habe, ist, dass der Integrationserfolg sehr, sehr stark vom Ankunftsort abhängig war. Auch das ist keine neue Hypothese. Diese Hypothese hat Elisabeth Pfeil schon in den 50er Jahren aufgestellt. Und diese Daten kommen auch von ihr. Was sich hier gezeigt ist, ist die Arbeitslosenrate der Heimatvertriebenen in 1950. Und Sie sehen wieder rot und blau. Rot ist hier sehr hohe Arbeitslosenraten von über 30%. Ja? Also hier im Osten Bayern, im Norden Schleswig-Holstein über 30% Arbeitslosenrate der Vertriebenen. Sie sehen auf der anderen Seite hier dieses Blau, das ist insbesondere im Westen Arbeitslosenraten von unter 4%. Unter 4%. Über 30%. Ja? Also sehr starke Unterschiede in den regionalen Integrationserfolgen. Und das ist nicht nur mit der Arbeitslosigkeit so. Sie können sich auch andere Dinge angucken. Erwerbsbeteiligung, Eheschließung zum Beispiel zwischen Vertriebenen und Nichtvertriebenen. Auch da sehen Sie relativ starke regionale Unterschiede. Und was können wir jetzt dazu beitragen, als sozusagen statistisch arbeitende Wirtschaftshistoriker? Wir können uns fragen, zu wie viel Prozent können denn diese Unterschiede durch bestimmte Einflussfaktoren erklärt werden. Zumindest mit Blick auf den wirtschaftlichen Erfolg können Sie sagen, dass etwa 60-70% der regionalen Unterschiede durch zum einen den vertriebenen Anteil und zum anderen die Erwerbsstruktur erklärt werden kann. Und insbesondere die Bedeutung der Landwirtschaft. Und beides hat starke negative Effekte. Also Sie sehen jetzt hier zum Beispiel so einen Graph, wo wir hier auf der X-Achse den Bevölkerungsanteil der Vertriebenen abgetragen haben. Das heißt, je weiter wir nach rechts kommen, desto mehr Vertriebene leben in diesem Kreis. Jeder Punkt ist ein Kreis. Und Sie sehen, dass auf der anderen Seite, je weiter wir nach rechts kommen, die Erwerbsbeteiligung deutlich sinkt. Das heißt, je mehr Vertriebene, desto geringer die Erwerbsbeteiligung. In anderen Worten, die Arbeitsmarktintegration war deutlich schwerer in Gebieten, wo eben viele Heimatvertriebene gewohnt haben. Und die Bedeutung der Landwirtschaft ist der gleich zweite große Punkt. In landwirtschaftlichen Gebieten war die Integration deutlich, deutlich schwieriger als in industrienahen Gebieten. War die Aufnahmekapazität des Arbeitsmarktes deutlich schwieriger. Ja? Also 60-70% der Unterschiede lassen sich so erklären. Es gibt andere Hypothesen, zum Beispiel konfessionelle Unterschiede, Katholiken und evangelische,
Christen. Das hat auch einen Einfluss gehabt auf das, zumindest die kurzfristige Integrationserfolge mit Blick auf Wahlverhalten, mit Blick auf Heiratsverhalten. Wir können aber keine Auswirkungen auf den wirtschaftlichen Erfolg hier feststellen. Dann die nächste These, die ich hier mitgebracht habe. Man sieht schon, die regionale Verteilung war nicht optimal, wenn man mit Blick auf die Integrationschancen sich das Ganze anschaut. Ländlich, sehr massiert in bestimmten Gegenden. Die Frage ist also dann, was passiert, wenn die Menschen umziehen können? Ja, es gab natürlich auch Umsiedlungsprogramme, aber viele Menschen sind aus freien Stücken gewandert. Und die vierte These ist hier, dass die Vertriebenen, als sie dann konnten, in den 50er Jahren massenhaft sozusagen zu den Jobs gewandert sind. Und es waren nicht, also es waren insbesondere die Vertriebenen, nicht die einheimische Bevölkerung, die umgezogen ist. Wir sehen wieder so eine Grafik hier. Was wir hier sehen, ist die Bevölkerungsveränderung in den 50er Jahren. Sie wissen, die Gastarbeiterzuwanderung beginnt irgendwann in den 50er Jahren, Ende der 50er Jahren. Das heißt, insgesamt haben wir haben natürlich auch Flüchtlinge aus der DDR dann. Das heißt, insgesamt wächst die Bevölkerung in Westdeutschland deutlich. Und trotzdem sehen wir in vielen Gebieten hier in Rot sehr, sehr bedeutsame Bevölkerungsabnahmen. Schleswig-Holstein verliert mehr als 10% der Bevölkerung in den 50er Jahren. Ja? Und wohin gehen die Leute? Sie gehen quasi in den Westen, dort, wo die Jobs sind, damals zumindest noch waren, in die industriellen Zentren. Und Sie sehen in den Daten, dass auch in den 1960er Jahren die Vertriebenen noch deutlich mobiler sind als die einheimische Bevölkerung. Die Wahrscheinlichkeit eines Wohnortswechsels ist um zwischen 50% und 75% höher bei den Vertriebenen, noch in den 60er Jahren. Das heißt, die deutlich mobilere Bevölkerungsteil waren eben die Vertriebenen damals und haben dazu beigetragen, diese regionalen Ungleichgewichte eben abzubauen. Man kann das statistisch sozusagen jetzt auch noch eingehender untersuchen. Das möchte ich vielleicht nur kurz hier erwähnen. Wir können sozusagen hier in so einer Grafik vergleichen, wie sich denn die vertriebenen Anteile in den Kreisen tatsächlich verändert hat. Das ist hier in der Y-Achse dargestellt. Und wir können sozusagen modellhaft ausrechnen, wie hätten sie sich denn verändern müssen, um eine optimale regionale Verteilung sozusagen zu generieren, optimal mit Blick auf den Arbeitsmarkterfolg, ja, also hin zu den Jobs sozusagen. Und das ist hier auf der X-Achse dargestellt. Und was Sie hier nur mitnehmen sollten, ist sozusagen, dass es so eine starke, wirklich starke positive Korrelation gibt. Die Leute sind tatsächlich, die vertriebenen Anteile haben sich genau so verändert, wie sie sozusagen aus unserem Modell kommend hätten, sich verändern müssen, damit eben die Arbeitslosigkeit beispielsweise sich abbaut. Ja? Das heißt, Vertriebene zogen in den 50er Jahren zu den Jobs. Die beiden nächsten Thesen beschäftigen sich jetzt mit der einheimischen Bevölkerung, also Auswirkungen auf die einheimische Wirtschaft. Eine These, die natürlich immer eine Rolle spielt, die damals eine Rolle gespielt hat und die natürlich auch heute bei Zuwanderung immer eine Rolle spielt, wird durch Zuwanderung der Arbeitsmarkterfolg der einheimischen Bevölkerung eigentlich beeinträchtigt. Ja, auch damals ein Thema, dann kam es also beispielsweise zur Arbeitslosigkeit in den Gebieten, wo besonders viele vertrieben waren. Und auch hier sehen Sie wieder so eine Abbildung, wo Sie auf der einen Seite hier den Anteil der Vertriebenen sehen und Sie sehen auf der anderen Seite die Arbeitslosenquote jetzt nicht der Vertriebenen, sondern der einheimischen Bevölkerung. Was Sie hier sehen, ist ein relativ gespaltenes Bild. Also Sie sehen schon, dass eine Erhöhung des Vertriebenenanteils tendenziell tatsächlich auch zu einer Erhöhung der Arbeitslosenquote der einheimischen Bevölkerung geführt hat. Allerdings wirklich nur in den Gebieten, wo wirklich sehr, sehr viele Vertriebene waren. Also sagen wir über 20%. Also am Anfang sieht man diesen Zusammenhang nicht. Zwischen 0 und 20% ist das im Endeffekt kein Zusammenhang. Aber irgendwann ist eine Grenze sozusagen hier überschritten und Sie sehen tatsächlich auch negative Auswirkungen auf die Arbeitslosigkeit der einheimischen Bevölkerung. Also dieser Zusammenhang ist da allerdings nur in Arbeitsmärkten, wo wir eben einen sehr hohen vertriebenen Anteil hatten. Und der Effekt ist, wenn man sozusagen in der Zeit nach vorne geht, auch auf die frühen 50er Jahre begrenzt. Das heißt, die Arbeitsmarktsituation der einheimischen Bevölkerung war sozusagen beeinträchtigt, allerdings nur am Anfang der 50er Jahre und nur in den Gebieten, wo wirklich viele Heimatvertriebene waren. Die letzte These
abgesehen von der Plus-1-These, endet sozusagen mit einer positiven These wieder. Und das ist der Punkt, den ich vorher eigentlich schon angesprochen habe. Die Vertriebenen, die Wahrscheinlichkeit, dass die Vertriebenen in der Landwirtschaft gearbeitet haben, selbst wenn sie aus relativ landwirtschaftlich geprägten Gegenden wie Ostpreußen beispielsweise kamen, war nach dem Krieg extrem gering. Ja? Es gab eine dramatische Umschichtung aus der Landwirtschaft hinaus. Und das hat für Westdeutschland im Allgemeinen dazu geführt, dass der Strukturwandel in Deutschland deutlich schneller vonstatten ging, als er wahrscheinlich sonst vonstatten gegangen wäre. Also der Strukturwandel hin zu hochproduktiveren Sektoren in der Industrie, auch im Dienstleistungssektor. Und das ist hier dargestellt, sozusagen hier wird ein Zusammenhang dargestellt zwischen dem Bevölkerungsanteil und jetzt diesem Strukturwandel, das heißt dem Anteil der Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft, der ja vor dem Krieg noch immer relativ stark hoch war in Deutschland, wenn man ihn beispielsweise mit Großbritannien. Das heißt, gerade die Mobilität der Vertriebenen, auch über Berufsgrenzen hinweg, hat eben den Strukturwandel in Westdeutschland vorangebracht. Und es gibt viele laufende Arbeiten, die fragen, okay, was waren die langfristigen Auswirkungen auf Produktivität, auf Wachstums? Und das ist Gegenstand laufender Forschung. Es wurde schon vorhin angesprochen, beispielsweise der Beitrag der Sudetendeutschen mit Blick auf das bayerische Wirtschaftswachstum, das Bayern sozusagen aufgeholt hat von einem relativ armen Bundesland und heute ein sehr reiches Bundesland ist. Was ist beispielsweise der Beitrag hier der Sudetendeutschen? Das ist eine sehr spannende Frage, mit dem wir uns im Moment zum Beispiel beschäftigen, wo ich Ihnen allerdings noch keine genaueren Ergebnisse heute mit auf den Weg geben kann. Aber es ist sicherlich, also es ist natürlich, wie gesagt, eine Hypothese, die es natürlich schon gibt. Wiederum hier unser Beitrag wäre, versuchen, diesen zu quantifizieren. Da ich noch ein bisschen Zeit habe, wollte ich Ihnen jetzt noch die siebte These mit auf den Weg geben, weil dieses Papier gerade erschienen ist. In dieser ganzen Literatur zur Migration, zur Zwangsmigration, ist oftmals die Perspektive der Herkunftsregion unterbelichtet. Ja? Und es gibt eine neue Forschungsarbeit für die Sudetendeutschen, die sich sozusagen fragt, was ist das langfristige Erbe der Vertreibung jetzt nicht für Westdeutschland, sondern für die Herkunftsgebiete. Gerade erschienen im Economic Journal, im Übrigen von einem US-Amerikaner, der in New Orleans arbeitet. Und was der im Endeffekt macht, ist, und die These ist, dass diese Vertreibung der Sudetendeutschen die relative wirtschaftliche Entwicklung in den Herkunftsgebieten bis heute beeinträchtigt. Und was er im Endeffekt ausnutzt, ist diese alte Sprachgrenze. Also Sie sehen hier die Siedlungsgebiete der Sudetendeutschen oder der Deutschen in der Tschechoslowakei. Und wie Sie wissen, war diese Siedlungsgebiete ja sehr stark sozusagen regional konzentriert. Das heißt, es gab eine relativ scharfe Sprachbarriere. Auf der einen Seite dieser Sprachgrenze, wenn Sie sie so nennen wollen, war der Anteil der Deutschen sehr hoch und auf der anderen Seite war er sehr gering. Ja? Und da kann man sich natürlich fragen, gut, gab es schon vor dem Weltkrieg Unterschiede in der wirtschaftlichen Entwicklung? Das ist sozusagen der erste Punkt, den dieses Papier versucht sich anzuschauen. Und er findet im Endeffekt wirtschaftliche Entwicklung auf beiden Seiten dieser Grenze war sehr ähnlich vor dem Zweiten Weltkrieg. Und dann ist jetzt die Frage, aber sieht man an dieser Grenze denn heute, die es natürlich heute nicht mehr gibt, diese Sprachgrenze, sieht man jetzt an dieser Grenze noch Unterschiede in der wirtschaftlichen Entwicklung? Und hier ist die Antwort, ja, die sieht man und sie sind sehr, sehr ausgeprägt. Also wenn Sie sozusagen, was jetzt passiert ist, Sie vergleichen Gemeinden links und rechts dieser alten Sprachgrenze und gucken, ob die unterschiedliche Indikatoren sozusagen haben mit Blick auf wirtschaftliche Entwicklung. Was Sie sehen, ist, dass die Bevölkerungsdichte deutlich geringer ist in den ehemaligen deutschen Siedlungsgebieten. Also im Grenzgebiet -36% relativ zu einer Gemeinde auf der anderen Seite sozusagen. Deutlich höhere Arbeitslosigkeit, und das sehen Sie jetzt hier beispielsweise dargestellt, also auf der einen Seite der Sprachbarriere, der Sprachgrenze, der ehemaligen Sprachgrenze, Arbeitslosigkeit von vielleicht 10,5% hier. Und wenn Sie sozusagen über die Sprachgrenze hinweggehen,
springt die plötzlich hoch auf etwa 14%, also fast oder mehr als 3 Prozentpunkte mehr. Und Sie sehen auch einen geringeren Anteil an Hochschulabsolventen. Das heißt, an dieser alten Sprachgrenze verändert sich plötzlich sozusagen die relative Entwicklung. Und daraus schließt der Autor eben, dass diese Vertreibung bis heute die relative wirtschaftliche Entwicklung der Region nachträglich beeinträchtigt. Ja? Also auch hier ist eine Auswirkung von Vertreibung nicht nur auf die Vertriebenen selber, sondern sozusagen auch auf die Gebiete, die zurückgelassen werden. Auch das ist natürlich ein Thema, das auch heute wichtig ist. Ich bin jetzt kein Experte in diesem Thema. Ich möchte nur ganz kurz ein paar Gründe anführen, die eben der Autor hier anführt. Hier beispielsweise, was Sie in dieser Grafik sehen, und Sie sehen dann wieder diese ehemalige Grenze, ist einfach verlassene oder zerstörte Industriestruktur. Und das ist nicht nur nach dem Krieg, sondern das ist ein Projekt, das einfach generell alle verlassenen und zerstörten Industriestrukturen aufgeschrieben hat und auch hier eine Grafik sozusagen übertragen hat. Und wenn Sie zum Beispiel hier sehen, die sehr, sehr schön, Sie sehen jenseits der Grenze natürlich auch verlassene und zerstörte Industriestrukturen. Aber wenn Sie jetzt hier diese Grenze überschreiten, sehen Sie sehr, sehr viele dieser Punkte. Ja? Und das sind verlassene und zerstörte Industriestrukturen. Und der Autor argumentiert eben, dass es zu diesem Urban Decay gab, also den Niedergang von Städten, in denen einfach auch nicht genügend Siedler wieder eingezogen sind. Nicht zuletzt wegen der Demontage und Verlagerung von Sachkapital nach dem Krieg. Es gibt noch andere Gründe, die in diesem Papier genannt werden. Aber ich würde es jetzt hier bei diesem verlassen. Sie sehen also, dass Vertreibung eben langfristig Auswirkungen hat, sowohl auf die Vertriebenen selber natürlich, auch auf die Region, in die die Menschen gewandert sind, aber auch auf die Region, aus denen die Menschen ursprünglich kamen. Mit dieser siebten These möchte ich eigentlich schon schließen. Wir haben dann also noch ein bisschen mehr Zeit für die Diskussion, für Fragen, die Sie vielleicht haben. Das ist nochmal die Zusammenfassung meiner sieben Thesen, damit Sie nochmal auf der Folie haben, nochmal kurz in Erinnerung rufen. Ich freue mich auf eine Diskussion, vielleicht haben Sie Beiträge, Fragen und ich freue mich auf die Diskussion und Ihnen erstmal vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja. Also, Herr Professor Braun, könnten Sie die Bildschirmfreigabe noch beenden? Ja, natürlich. So. Dankeschön. Also Herr Professor Braun, ganz, ganz vielen Dank für diesen wirklich, ich muss schon sagen, fulminanten Einstieg in unsere Tagung. Herr Kuhnhäuser und ich haben uns auch angesehen und waren zutiefst beeindruckt, einfach weil Sie als Wirtschaftswissenschaftler ganz andere Perspektiven und Betrachtungsweisen, Ansätze einbringen, die uns so im Vorfeld überhaupt nicht klar waren, die mir auch als Historikerin so nicht klar waren und die ich wirklich ganz, ganz spannend fand. Ich habe mir unglaublich viele Sachen aufgeschrieben, Notizen gemacht und fand das wirklich alles sehr beeindruckend, vor allem die zweite, die vierte und dann auch die sechste These. Vielleicht als kurze Anschlussfrage. Wie schon gesagt, ich hatte zum Teil wirklich das Gefühl, dass Sie bestimmte Sachverhalte, so wie ich sie bisher gesehen habe, bei mir auf den Kopf gestellt haben. Also könnte man denn sagen, dass die Bedeutung des Wirtschaftswunders ganz anders gesehen werden muss unter Beteiligung der Vertriebenen, als wir das zumindest als Historiker und Historikerinnen bisher getan haben? Das knüpft auch etwas daran an, was Sie am Anfang gesagt haben, dass Sie ja auch sich auf historische und soziologische Arbeiten fokussieren. Inwiefern haben Sie da Unterschiede festgestellt hinsichtlich der Forschungsergebnisse und Erkenntnisse? Dann in Bezug auf Ihre eigene Forschung, inwiefern sind Sie zu anderen Ergebnissen und Erkenntnissen gekommen? Ja, das ist eine gute Frage. Also ich muss tatsächlich sagen, dass ich die soziologische und historische Literatur sehr stark eigentlich eher als Inspiration empfunden habe. Also gerade zum Beispiel zur regionalen Entwicklung oder wie regionale
Integration funktioniert hat, sind das eigentlich Thesen, die wir uns aus der Literatur angeeignet haben und nur mit anderen Methoden überprüft haben und dadurch natürlich auch Dinge quantifizieren können und dazu einen Beitrag zu dieser Forschung sozusagen leisten können. Ich würde aber tatsächlich sehr stark hier das Argument machen wollen, dass die Verknüpfung der beiden Perspektiven, glaube ich, sehr, 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 sehr fruchtbar sein kann, weil man einfach aus einer anderen Perspektive rangeht, aber wir typischerweise sehr viel von den Historikern lernen können, weil die sich eben auch schon sehr lange mit diesem Thema auseinandergesetzt haben. Und wenn ich das sagen darf, als jemand, der an der Uni Bayreuth beschäftigt ist, wir haben ja diese Perspektive gerade in Bayreuth, was uns auszeichnet, haben Wirtschaftshistoriker, die qualitativ daran gehen und eben auch quantitativ. Und ich glaube, diese Verbindung der Methodik ist was man deutlich stärker machen sollte. Und deswegen heute habe ich mich auch sehr gefreut, sozusagen hier auf der interdisziplinären Tagung sprechen zu dürfen. Ja, ja. Thema Wirtschaftswunder, wie gesagt, also da sind wir so ein bisschen dran. Wir haben ja schon Punkte genannt, die natürlich sehr eng mit dem Wirtschaftswunder verzahnt sind. Also Bildungsaufstieg ist natürlich ein großes Thema, aber auch der Strukturwandel ist ein großes Thema. Inwiefern das sozusagen dann zusammengenommen der Anteil sozusagen war, dazu würde ich dann vielleicht in einem oder zwei Jahren noch ein bisschen mehr sagen können. Okay, vielen Dank. Ich habe zwar durchaus selber auch noch einige Fragen, aber würde gerne den anderen Teilnehmern und Teilnehmerinnen die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen. Gibt es denn da schon? Der Professor Kittel hebt die Hand. Darf ich gleich, ja? Sehr gerne. Ja, ich fand das auch ausgesprochen aufschlussreich, diese ganz stark ökonomische Perspektive. Vielleicht erstmal nur eine Nachfrage zu den Zahlen von 1970, Mikrozensus, Volkszählung. Sie hatten da auf die Landbevölkerung und das höhere Einkommen der sozusagen aus den ländlichen Gebieten stammenden Vertriebenen verwiesen. Da wäre jetzt meine Frage, gibt es da nähere Zahlen? Weil Landbevölkerung ist natürlich sehr allgemein. Ich meine, die allermeisten, die auf dem Land lebten, vor allem dann in den ostelbischen Gütern, waren ja eben keine besitzende Landleute, sondern Landarbeiter, Instleute, wie das teilweise hieß. Im Westen waren es ja Knechte und Mägde, jedenfalls ohne Landbesitz. Die Frage wäre natürlich, worauf bezieht sich das? Mir ist natürlich in erster Linie auch bekannt, sozusagen aus der eher qualitativen, historischen Perspektive heraus, dass natürlich vor allem dann auch die Landarbeiter dann sehr stark in die Industrie Nordrhein-Westfalens sind. Fest arbeiten konnten die, also die waren dann auch für die Bergwerke im Zweifelsfall höchst geeignet. Aber das wäre so, gibt's da, sind die Zahlen da so differenziert, dass man das sagen kann? Also die Zahlen, die ich jetzt sozusagen hier vorgestellt habe, da wird einfach gefragt, in welchem Sektor jemand 1939 gearbeitet hat. Wir haben das sehr grob klassifiziert, Landwirtschaft. Und Landwirtschaft ist jeder, der in der Landwirtschaft gearbeitet hat. Und das sind natürlich insbesondere, wie Sie sagen, Menschen ohne Landbesitz, Arbeiter in der Landwirtschaft. Okay. Also das ist keine spezifische Aussage für Menschen, die wohl wirklich Eigentum Land hatten. Das könnte man in den Daten aber tatsächlich auch sich anschauen. Diese Mikrozensus-Zusatzerhebung wurde damals explizit dafür gemacht, um diese Umschichtungsprozesse nachzuverfolgen. Also da wurde gefragt, was haben Sie 1939 gemacht, was haben Sie 1950 gemacht, was haben Sie 1960 gemacht, was haben Sie 1970 gemacht? Und es gibt die Unterscheidung zwischen Landwirten und einfach Menschen in der Landwirtschaft, die in der Landwirtschaft gearbeitet haben. Das heißt, man könnte das weiter differenzieren. Das haben wir in der Forschung selber nicht gemacht, aber es wäre natürlich eventuell zu erwarten, dass da die Unterschiede natürlich ganz anders aussehen würden. Ja, eben je größer der Besitz war, ja. Ne, das ist ja auch anzunehmen, desto größer war dann trotz der Agrarkrisen seit den späten 20er, 30er Jahren entsprechend auch das Einkommen, was man von dem Hof erzielen konnte.
Und insofern, und nur noch kleine Nachfrage oder beziehungsweise eher Anmerkungen auf Ihre weiteren Forschungen. Diese Tabelle da 1950 mit der Arbeitslosigkeit, ich weiß nicht, ob das Jahr 1950 da wirklich schon so ein guter Parameter ist, denn da, ich meine, das, da waren da in Nordrhein-Westfalen noch nicht ganz so arg viele Vertriebene, die saßen ja alle und natürlich auch mit höherer Arbeitslosigkeit dann in Schleswig-Holstein, in Bayern. Diese Binnenumsiedlungen haben ja dann erst wirklich in den frühen 1950er Jahren so richtig eingesetzt. Insofern hat mich diese Skizze sagen jetzt auch nicht sonderlich überrascht, erstmal fürs Jahr 1950. Ja, also das ist zum Beispiel ein Beispiel. Das ist eine These, die wie gesagt in den Arbeiten von Elisabeth Pfeil auch schon so auftritt, dass sie die Frage, wir quantifizieren so ein bisschen, wie viel davon können wir denn erklären. Also zum einen ist 50 eigentlich aus meiner Sicht erstmal als Startpunkt ganz gut gewählt, gerade weil es sozusagen vor diesen großen Wanderungen ist, nur um zu zeigen, okay, wie suboptimal, wenn Sie so sagen wollen, war denn die Verteilung, wie stark hat sie denn Arbeitslosigkeit eben bedingt. Aber natürlich ist die ganz andere Frage dann, wie sind die längerfristigen Perspektiven darauf. Das Problem ist so ein bisschen, die Zahlen kommen aus der Volks- und Berufszählung auf Kreisebene und die haben wir nicht so einfach sozusagen wieder die in den nächsten Jahren. Das sind dann wieder andere regionale Ebenen, Arbeitsamtbezirke beispielsweise, die sind dann immer schwieriger miteinander in Verbindung zu setzen. Man kann aber natürlich schon sozusagen auf einer höher aggregierten Ebene, beispielsweise auf Bundeslandebene, einfach mal schauen, wie sieht denn die Arbeitslosigkeit in den Flüchtlingsländern Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Bayern aus, relativ zu den anderen. Und Sie sehen, dass das halt, sagen wir mal, in den 50er Jahren immer höher bleibt. Es findet eine Anpassung statt und die ist vielleicht Anfang der 60er abgeschlossen, wo dann im Endeffekt die Arbeitslosenraten wieder sehr, sehr nah beieinander sind, zumindest im Durchschnitt. Und diese Anpassungsprozesse sind natürlich spannend und wie lange die auch gebraucht haben. Und wir finden so, dass die Anfang der 60er Jahre mit Blick zumindest auf Beschäftigung abgeschlossen sind. Das ist dann auch nicht mehr der große Unterschied zwischen Heimatvertriebenen und Nicht-Heimatvertriebenen. Die Beschäftigung haben die gefunden, haben zwar eine höhere Erwerbsbeteiligung, aber eben in den Löhnen sieht man diese Unterschiede eben doch noch. Ja, vielen Dank. Gibt es weitere Fragen? Ja, Professor Schwarz, bitte. Ja, vielen Dank. Ich möchte mich auch zunächst mal herzlich bedanken für diesen spannenden Vortrag mit sehr interessanten neuen Ergebnissen zur langfristigen Integrationsentwicklung. Und vielleicht nur eine ganz kurze Bemerkung zu einigen Punkten. Ich fand es zum Beispiel sehr spannend, dass Sie darauf hingewiesen, dass Sie auch internationale Vergleichsbezüge hergestellt haben zu Finnland, aber auch zu Polen. Und gerade der Bezug zu Polen beim Bildungsaufstieg in der zweiten vertriebenen Generation ist, glaube ich, da sehr wichtig, weil er ja auch systemübergreifende Entwicklungen andeutet. Es passiert also nicht nur in Westdeutschland im Falle der Vertriebenen, sondern es passiert auch in einem damals kommunistisch regierten Land, relativ ähnlich. Und ich würde ohne soziologische Langfristdaten zur Hand zu haben, behaupten wollen, wir können das auch für die DDR und die dort gelandeten und gebliebenen deutschen Vertriebenen in ganz ähnlicher Weise zeigen. Also die erste Generation hat dort auch extreme Brüche zu verarbeiten. Die zweite Generation kann unter bestimmten Bedingungen, wenn sie dann auch noch die politischen, ideologischen Vorgaben des dortigen Regimes zu erfüllen bereit ist, ebenfalls in Bildungsaufstieg investieren. Also diese Konzentration auf kulturelles Kapital, das scheint mir tatsächlich sogar systemübergreifend zu sein. Und das macht es natürlich besonders spannend, wird durch Ihre Beobachtung zu Polen ja offensichtlich gestützt. Ein anderer Punkt ist Ihr völlig zutreffender Hinweis, Integrationserfolg hängt sehr stark vom Ankunftsort ab. Auch das kann man, glaube ich, systemübergreifend nachvollziehen. Auch in der sowjetischen Zone und späteren DDR sind die Vertriebenen überwiegend in ländliche Gebiete zunächst geleitet worden, die extrem strukturschwach waren. Und auch hier bedarf es dann einer Sekundärmigration, also einer späteren erneuten
Binnenmigration innerhalb der DDR, um dann zu den Jobs zu kommen, die teilweise schon in traditionellen Industriegebieten liegen, teilweise auch quasi auf der grünen Wiese neu geschaffen werden. Wenn wir so an das Eisenhüttenkombinat Ost im heutigen Eisenhüttenstadt denken, wäre das auch so ein Beispiel. Da müsste man vielleicht noch fragen, wer wandert denn eigentlich? Denn nicht alle Vertriebenen nehmen ja an dieser sekundären Migration teil. Es sind die Jungen, die einigermaßen gut Ausgebildeten, die Gesunden. Also wer bleibt eigentlich da in diesen strukturschwachen Gebieten zurück? Die alte Generation, alleinerziehende Frauen mit Kindern, die langfristig von Sozialunterstützung abhängen, wer ist das? Das wäre spannend, ob Sie vielleicht aufgrund Ihrer Daten dazu auch etwas sagen könnten. Und nur noch ein dritter und letzter Punkt. Es war richtig spannend, dass Sie auch nochmal auf die Herkunftsregionen am Beispiel der Sudetengebiete geschaut haben und im Grunde auch diese lang andauernde strukturelle wirtschaftliche und soziale Beschädigung dieser Regionen durch die Vertreibung angesprochen haben. Das wird vielleicht nicht für alle anderen Vertreibungsregionen ähnlich zu beobachten sein, auch bei den früheren deutschen Gebieten, die dann zu Polen gehörten, wird man da sicher Unterschiedliches sehen, mit Blick auf Ostpreußen, Pommern, aber eben dann auch Schlesien. Schlesien scheint da einen stärkeren Take-off gemacht zu haben. Ich würde nur da noch hinzufügen, diese Probleme haben offensichtlich die Vertreiber nicht interessiert, sondern die Logik ethnischer Säuberung, nicht nur im Fall, der sich dann gegen die deutschen Vertriebenen richtete, sondern in vielen anderen Fällen nahm eine wirtschaftliche und damit auch gesellschaftliche strukturelle Schädigung ganz bewusst in Kauf, weil man im Grunde andere Gesichtspunkte höher gewichtete, sprich eine störende, eine nicht mehr akzeptierte ethnische Minderheit gewaltsam loswerden zu wollen. Das ist leider die brutale Logik solcher Vertreibungspolitiken, die dann auch solche Schäden angerichtet hat, wie Sie sie für die Sudetengebiete sehr gut beschrieben haben. Vielen Dank jedenfalls dafür. Ja, vielen herzlichen Dank für Ihre Kommentare. Sie haben da, glaube ich, sehr viele spannende Punkte aufgeworfen. Gerade dieser systemübergreifende Vergleich finde ich tatsächlich eine sehr, sehr spannende sehr, sehr spannende Geschichte, die man tatsächlich nochmal genauer sich anschauen sollte. Ja, aber Sie haben da schon sehr interessante Parallelen aufgezeigt. Ja, vielen Dank dafür. Gibt es weitere Fragen? Also ich denke, wenn das nicht der Fall ist, dann haben wir jetzt eine Punktlandung erzielt. Und bevor wir mit der Tagung weitermachen, haben wir jetzt eine kurze Pause bis 15.45 Uhr. 15 Minuten Pause und danach würden wir dann gleich fortfahren mit unserem nächsten Referenten, Herrn Professor Dr. Kittel. Insofern freue ich mich auf die Fortführung dieser Tagung, das gerade auch nochmal an Sie, Herr Professor Dr. Braun, für Ihren wirklich hochinteressanten Vortrag aus einer völlig anderen Perspektive, nämlich aus der Perspektive des Volkswirtschaftlers. Und gerade auch Ihr Vortrag hat gezeigt, wie wichtig doch das über den Tellerrand sehen ist und die Vernetzung der verschiedenen Wissenschaftsbereiche. Und gerade auch Ihre Studien, denke ich, bieten wiederum den Fundus für soziologische Studien. Und in dem Sinne auch nochmal vielen herzlichen Dank von meiner Seite für Ihren wirklich sehr, sehr interessanten Vortrag.